Pokalhelden. Christian Beck, der Mann mit der Rückennummer 11 und das Tor zum Pokalsieg. Augsburg war geschlagen und der erste FCM steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Der nächste Gegner ist kein geringerer als Bayer Leverkusen. Doch jetzt müssen sie zurückfinden, die Magdeburger Pokalhelden, in den Liga-Alltag. Ja, zu Hause sind sie top, klar, aber auswärts, da floppen sie immer wieder. Heute sind die Pokalhelden in Plauen, also auswärts gefordert. Und Plauen kommt mit breiter Brust und einem 4:1 im Gepäck. Also Plauen gegen Magdeburg, Bodo Bök. Und bei den Magdeburgern spukt da schon so ein bisschen Leverkusen im Kopf rum. Also René, wenn das so wäre, der Hertel, der würde seinen Spielern die Ohren lang ziehen. Er hat ja schon vor der Auslosung gesagt, das sind alles Nebengeräusche. Das stört die Vorbereitung auf dieses so wichtige Spiel. Magdeburg in Blau, 20 Minuten absolviert, sehr diskrete 20 Minuten. Schlosser holt sich den Ball im Mittelfeld. Beck als Vorlagengeber und das der erste Höhepunkt in dieser Partie. Pfostenschuss von Steinborn. Plauens Lietz verletzt sich bei dieser Aktion, wird minutenlang behandelt, kann dann aber wieder weitermachen. Das ein guter Magdeburger Angriff. Ohne Frage der Höhepunkt bisher in dieser Partie. Magdeburg jetzt mit mehr Zug. Das ist Beck. Normalerweise macht er da mehr draus. Aber wie heißt es so schön, er hat nicht genug Druck entwickeln können für diesen Kopfball. Die Plauener Trainer Himisch Sesselmann im 51. Regionalligaspiel. Wie die Zeit vergeht, auch für Schindler, 35 ist er mittlerweile. Und das die erste Aktion der Vogtländer. Schuss kam von Müller. Müller, einer der Neuen. Die Neuen sehr auffällig im gelben Dress beim VfC. Wir schauen auf Tischer, der hat zunächst ein paar Probleme und dann beim zweiten Zupacken Magdeburg Schlussmann. 1500 Zuschauer. Mehr als beim Auftaktspiel. Und dann Kopfballdublette der Magdeburger, die sich jetzt mehr Chancen erspielen. Schlosser ärgert sich. Kopfball dann von Sowieslo, dem Kapitän. Und beim VfC hatten sie hier ein paar Probleme. Hier die Magdeburger Fans. Es sind wieder viele gekommen nach Plauen ins Vogtlandstadion. Ein Merkmal dieses Spiels, viele, viele Abseitssituationen der Magdeburger. Da waren sie nicht auf dem Kien, da sind sie hineingelaufen in diese Falle der Plauner, die hier dann zu diesem Konter kommen von Danny Wild. Zweite Möglichkeit für Plauen. Jens Hertel, der Stachel saß tief, sagen sie in Magdeburg beim letzten Auswärtsspiel. Dieses 2:4 aus ihrer Sicht bei Germania Halberstadt. Da gab es Auswertungen. Einige mehr als sonst. Wild. Plauen lässt den Ball gut laufen. Sie spielen das gut aus. Und dann Knoll. Und den kann keiner halten. Den kann kein Torwart halten. Das ping-pongt und flippert bei den Magdeburgern. Plauen ist es egal. 45. Minute 1:0. Durch Andreas Knoll. Einmal, zweimal wird der Ball abgefälscht. Da kann Tischer nicht mehr herankommen. Magdeburg mit mehr Spielanteilen, mit mehr Chancen. Aber das Tor macht in kurioser Art und Weise der VfC Plauen. Schauen wir noch mal hin. Einmal und zweimal. Und so sehen es die Zuschauer, die Anhänger des VfC. Also das wäre natürlich etwas, Magdeburg hier zu bezwingen. Sie hatten keine Veränderungen vorgenommen, die Plauner in der Mannschaft, auch die Magdeburger nicht. Alle mit viel Selbstbewusstsein startend. Und das die Magdeburger. Und wieder ist es Beck. Und wieder bekommt er nicht genügend Druck hinter diesen Kopfball. Aber so könnte es gehen. So könnte man die Himisch-Schützlinge aufbröseln über die Flügel. Das sah gut aus für die Magdeburger. Dann Freistoß für Plauen. Das ist Schindler. Feines Füßchen, feine Technik und dann diese Möglichkeit. Grossert ist es.
fast das 2:0. Und die Magdeburger, das ist ja klar, die hoffen natürlich, dass das Spiel hier noch eine andere, eine blaue Farbe bekommt. Freistoß also auf der anderen Seite. Freistoß für die Gäste. Und er war auch nicht von schlechten Eltern. Puttkammer rutscht da herein nach Freistoß Hammann. Spiel wird besser, attraktiver, mit mehr Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dann diese Aktion von Schiller. Der hatte vor 13 Minuten die gelbe Karte gesehen und sieht hier gelb-rot nach diesem Einsatz gegen Ocovan. Die Magdeburger sagen, das war ungerecht. Der hat den Ball gespielt. Schwer zu beurteilen. Aber der Assistent, der steht unmittelbar daneben, hebt sofort das Fähnchen und bewertet dies als ein Foulspiel. Und die Magdeburger in Unterzahl. Und das wird jetzt ganz schwierig. Das weiß natürlich auch Jens Hertel. Seine Mannen liegen ja zurück. Und Plauen lässt nicht nach. Die Mannschaft wird stärker, kompakter. Das war Tönelt, der heute sein 100. Regionalligaspiel absolviert für den VfC Plauen. Die Magdeburger. Und dann Foulspiel. Schiedsrichter Norbert Giese gibt diesen Elfmeter. Lambach an Steinborn. Ich denke berechtigt. Ich denke, das war ein Strafstoß. Der Kontakt war da. Und Magdeburg besitzt die Chance jetzt auszugleichen. Hammann macht's. Und er macht's richtig gut. Ebersbach, er ahnt zwar die Ecke, kommt da aber nicht dran. Und es steht 1:1. Sie haben da ja einige Spezialisten bei Standardsituationen, die Magdeburger, unter anderem Nico Hammann. Und er knallt den Ball in die Maschen. 69. Minute und so hat er es gesehen. Vorne Ronny Thielemann, der Co-Trainer. Und dann sofort wieder die Korrekturen. Ja, sie müssen ja auf die gelb-rote Karte reagieren. Von Schiller. Und dann haben wir dieses Bild. Wetterkapriolen. Es regnet, aber wie aus Kübeln. Unangenehm für alle Beteiligten. Aber die Spieler, die drehen jetzt noch einmal richtig auf. Vor allen Dingen die Magdeburger. Der eingewechselte Siefkes. Und dann reagiert Lange ganz einfach schneller als alle anderen. Robuster. Es ist für Tönelt schwer zu verteidigen. Aber es war kein Foulspiel. Das war alles regulär. Beck diesmal der Vorlagengeber per Kopf. Und jetzt die Show von Lange. René Lange. Gut macht er das und er bringt Magdeburg in Führung. Und das ist die Reaktion des verantwortlichen Trainers Jens Hertel. Jetzt haben sie es gepackt und das in Unterzahl. Respekt, erste FC Magdeburg. Noch ist nicht Schluss. Plauen kommt noch einmal. Mit Müller. Der sieht Wild. Und Wild macht noch ein Tor in der 80. Magdeburgs Führung ist dahin. Danny Wild, 2:2. Eine Außenriss-Connection. Müller mit dem Außenriss und dann Wild auch mit dem Außenriss. Und er macht das Tor. 2:2 steht es. Also wie in der letzten Saison, da gab es im Vogtlandstadion hier auch ein 2:2. Und für ihn ist das natürlich nicht fassbar, nicht zu akzeptieren für Jens Hertel. Was für ein Spiel. Und mit welchen Wetterkapriolen? Hagel, Regen. Und als Linda Striebing Interviews führen wollte, schien die Sonne. Unglaublich. Wir müssen eigentlich mehr als einen Punkt mitnehmen. Magdeburg ist in Unterzahl. Das Ding, der Elfmeter, das geht dann zu schnell. Da kriegen wir die zwei Gegentore. Und ich sage, mit einem Mann mehr müssen wir eigentlich hier mehr mitnehmen. Am Ende kann man auch mit dem Punkt noch leben. Gegen Magdeburg ist, denke ich, für unsere Verhältnisse okay. Den nehmen wir gerne mit. Wir haben nur einen Anteil an Spielern, die Wettkämpfe neu sind auf dem Niveau. Und die sind einfach noch zu ängstlich. Ich sehe es im Training, was sie können, und das müssen sie auf dem Platz noch rüberbringen. Wenn man 2:1 führt in Unterzahl, dann muss man irgendwie versuchen, hier auswärts irgendwie den Sieg mitzunehmen. Und ja, das Gegentor ist natürlich symptomatisch hier.
Es ist einfach ärgerlich, dass wir uns hier nicht belohnen. Wir haben einen riesen Aufwand betrieben. Zweite Halbzeit bin ich zufrieden mit dem, was die Mannschaft geleistet hat. Aber erste Halbzeit, ja, da war das nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Meisterschaft hat Vorrang für Magdeburg, aber natürlich können sie sich auch überlegen, was sie dann mit den Pokalgeldern machen. 268.000 Euro gibt es. Schuldenabbau, Investitionen in die Mannschaft oder wie wäre es mal mit einem Trainingslager dort, wo die Sonne scheint, René? Bodo, genau das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber bitteschön dann für ein kleines Geld irgendwie mal in die Türkei fliegen, weil bei dem Mistwetter-Fußballspiel macht ja nicht so richtig Spaß. Vielen Dank, war ein tolles Fußballspiel, trotz des Mistwetters. Wir gucken mal auf die Ergebnisse von heute. Trainingslager in der Sonne, das ist wirklich. So, also, Hertha BSC gegen Auerbach 6:0. Halberstadt gegen, nein, Meuselwitz gegen Berliner AK 0:1. Halberstadt gegen Bautzen 0:0. Dann haben wir Plauen gegen Magdeburg, das 2:2, haben wir gerade gesehen. Von gestern noch die Spiele Zwickau gegen Nordhausen, das 3:0 im Topspiel. Und Jena vom Freitag hat verloren, 1:3 in Berlin. Die anderen Ergebnisse kennen Sie. Guck mal drauf auf die Tabelle und sehen, da oben in der Tabellenspitze, also Zwickau mit 3 Punkten, einem Punkt Vorsprung vor Nordhausen. Und die wiederum haben 2 Punkte Vorsprung vor Berlin. Bautzen, ein toller Saisonstart. Die Jungs, der Aufsteiger aus der Oberlausitz mit Platz 4 und 7 Punkten. Neustrelitz, schauen Sie mal, da auf Platz 7, die Übermannschaft der vergangenen Saison, ein Schatten ihrer selbst. Und in der zweiten Hälfte, da finden wir Plauen auf Platz 9, Halberstadt auf 11, Magdeburg auf 12 und dann im Tabellenkeller unten Auerbach. Schauen Sie mal, die Schießbude der Liga, 11 Gegentore schon kassiert, nur 3 haben sie selber geschossen und Meuselwitz ganz da unten auf dem letzten Tabellenplatz.